Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Wir fahren heute mal zur Vogelinsel. Das ist also dem Hafen in Curaçao ein bisschen vorgelagert. Wir müssen also jetzt hier um eine kleine Bucht herumfahren mit dem Fahrrad. Und dann werden wir uns mal dort das Gefieder näher ansehen. Dort drüben sehen wir noch einmal den Yachthafen und rechts daneben der kleine Campingplatz. Oh, hier Sportübung, Yoga. Die Richtung stimmt, denn wir folgen dem Geschrei der Möwen. Schon gesehen, der hat sich sowas von gefreut. Das war richtig herzerfrischend. Dass er Radfahren durfte? Na, dass er dann vorne saß. Ist schön, ja. Wunderbar. So, Kurzausflug beendet. Jawohl. Angekommen. Was machen wir denn jetzt hier? Ja, wir fahren hier nach Panga. Steilküste. Ja, und dann werden wir dort mal schauen, ob wir da frei stehen können. Dann schauen wir uns noch Vögel an und vielleicht auch Robben oder sowas. Genau. Ja, hier sieht man doch, sehr eindrucksvoll, die Steilküste. Gute 20 Meter hoch, Kalkstein. Und da vorne sind wohl Sandbänke bzw. Kalksteinbänke, wo die Streifen zu sehen sind. Da brechen sich die Wellen. Also diese Steilküste hier macht ihrem Namen alle Ehre. Wirklich steil, wirklich hoch. Die Bäume kommen bekannt vor hier, diese krummen Dinger. Ja, erinnert so ein bisschen an den krummen Wald in Polen. Ja. Wie ist das nochmal? Ja, gegenüber da. Von Meschering. Von Meschering gegenüber, ja. Hallo Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Wir sind hier immer noch auf Saaremaa in Estland und fahren jetzt vom Panga Park, das ist die Steilküste,
in Richtung Windmühlenpark. Schau mal, das sind anatomische Wunder. Aha. Da wachsen Federn aus dem Schädel. Ja. Ja, nach diesem kurzen Zwischenaufenthalt hier an der Küste, in diesem Ferienpark oder was das auch immer ist, fahren wir jetzt weiter zum Windmühlenpark. So, wir fahren jetzt zum Windmühlenpark und hier sieht man sie schon. 1, 2, 3, 4, 5. Du Otti, kannst du mir mal einen Gefallen tun? Was denn? Dich da auf den Stuhl setzen. Und warum? Ja, mach das doch mal. Ich möchte mal sehen, wie das aussieht. Fühlt man sich wie eine Königin, ha? Ja, so hoch wie auf dem Thron. Oder? Ist so. Nicht zu glauben, da dreht sich sogar noch der Lüfter. Wenn der mit seinen Stollenrädern über die Straße gerumpelt ist, möchte ich nicht wissen, wie laut das war. Ja. Ja, überhaupt war das Reisen damals ziemlich unkomfortabel. Ne? Kopfsteinpflaster und eisenbeschlagene Räder. Ja, ziemlich abenteuerlich, hier hochzukommen. Also hier unten im Untergeschoss, da kann man noch gut reingucken, ja. Aber oben, wenn du noch die nächste Treppe hochgehst, da ist es dunkel wie ein Bärenarsch. Soweit ich weiß, ist das hier eine Bockwindmühle. Und das Teil ist wohl eher eine Holländermühle, weil der Kopf oben drüber gelagert ist. Ja, mit Museum ist nicht mehr viel, da haben sich die Bauarbeiter breit gemacht. Dass ich das nochmal erleben darf, so nah mal wieder in einen Stachelbärstrauch zu kommen. Ja, sauer, aber schmeckt. Schmeckt halt nach Stachelbär, ne? Wie ich das von meiner Kindheit her kenne. Schön sauer, hä? Das ist ja noch ein alter Sowjet-LKW. Ein Sil oder sowas ähnliches. Muss mich korrigieren, das ist ein Gas. Ja, du bist ja ganz schöner Brocken, du. Ein richtiger Prachtkerl. Le coq est mort, le coq est mort. Ein kleines Kinderparadies. Naja. Hier sieht man gleich, dass wir auf dem Land sind. Das Thema Reisen in Kutschen hatten wir schon mal. Eisenbeschlagene Räder. Dreschmaschine. Hier wurde das Stroh gebrochen. Dreschmaschine. Ja, damit wurde das Heu oder das Stroh vom Feld gefahren. Und das da hinten scheint eine Sämaschine zu sein. Da wurde die Saat dort reingeworfen und dann ja, auf dem Feld verteilt. Ja, und das ist hier zum Heuernten. Also Gras hauen und dann Heu machen. Mit Sägebalken. So, das Teil müssen wir uns auch noch mal genauer anschauen. Was verrät uns die Konstruktion? Wofür ist dieses Teil gedacht? Das Brett ist gefedert gelagert. Ja, für wen? Für Passagiere. Welche Passagiere waren das? Feldarbeiter. Aha. Die haben drauf Platz genommen und dann wurde, vorne saß der Kutscher. Da wurde das Pferd hier direkt an der Deichsel angeschlagen. Hier an den Teilen. Und dann sind sie aufs Feld gefahren und einen Platz nahmen, ja, ein Erwachsener, hier vielleicht noch ein Kind. 1, 2, 3, 4, also ich denke mal, insgesamt passen da wohl 7, 8 Leute drauf. Hier sieht man mal wieder die drei besonderen Sehenswürdigkeiten. Kali-Krater waren wir, aber haben wir kaum Krater gesehen, weil die alle so verstreut sind, zugewachsen und ohne Hinweisschilder. Und dann waren wir jetzt hier
mitten im Park. Ja, und Planga Park haben wir uns gestern auch angesehen. Von heute früh sind wir dort gekommen. So, wird Zeit für die Weiterfahrt nach Kuivastu zu unserem Fährhafen. Und dann wollen wir heute nach Virtsu rüberfahren und von Virtsu aus nach Tallinn. Genau. An der Straße nach Ortisade haben wir noch mal einen Hinweis gesehen, dass hier ein Aussichtspunkt ist. Ja, nun stehen wir hier auf diesen schwankenden Pontons. Und breit und breit kein Mensch zu sehen. Außer Otti. Grillen kann man hier auch, aber bei 16 Grad und Wind, keine Sonne. Wer hat da schon Lust, zum Strand zu gehen? Der rote Punkt ist unser Standort. Das Geschrei kommt nicht von ungefähr. Da schauen wir uns das mal von oben an. Von dort. Das sind die Reste der Ordensburg. So, die ganzen Sicherungsmaßnahmen, die scheint mir hier eher provisorisch zu sein, ja? Ja. Also was hier manchmal noch so an gefährlichen Eingängen und Niedergängen ist, ja? Ja, ist ja auch eigenes Risiko hier alles. Ne? Genau. Ziemlich finster hier. Hallo. Echo. Echo. Und das war mal der Hafen. Hier sieht man noch ganz schwach das Kreuz des Ritterordens. Es war ziemlich knapp hier. Wir sind hier in Kuivastu angekommen, gleich durchgefahren auf die Fähre rauf. Natürlich nochmal Tickets gekauft. Und dann sind wir ja das vorletzte Fahrzeug, was noch auf die Fähre raufgefahren ist. Ja, wunderbar, sonst hätten wir über eine halbe Stunde warten müssen.